Hallo Bienenfreunde, ich habe heute einiges vor und dachte, ich nehme ich euch mit. Ich habe gestern Abend mit Schorsch zusammen, haben wir 7 neue Ableger erstellt. Die sind jetzt mal vorläufig hier reingestellt worden. Was ist denn hier los? Haben wir eine Undichtigkeit? Oh, hier ist ein... wahrscheinlich noch. Na gut, das klären wir ja gleich. Hier fliegen ein paar Bienen rum, aber das können wir gleich klären. Ich habe mit dem Schorsch zusammen 7 neue Ableger erstellt und der Kleine hier, das Abidea, das wurde vor 3 Tagen erstellt, die kommen jetzt raus. Die Ableger kommen auch raus und da müssen sie auch noch gefüttert werden. Ich dachte, ich nehme euch mit. So, zwar habe ich vor, sie erstmal hier zu deponieren. Hier natürlich auch noch, da kommt der Aufsatz runter, da ist auch noch Platz für 2. Und den Rest werde ich hier drauf deponieren. Auf meiner Umlaufstation. So, ich habe jetzt 3 Kästen hier aufgestellt, 2 hier und für die 2 musste ich extra eine Palette rausholen. Ich bin natürlich jetzt total umschwärmt von Ladies. Ich bin der Frauenschwarm. Jetzt noch das kleine Abidea auf seinen geplanten Platz und dann geht's weiter. Hier muss es stehen. Toll. So, jetzt müssen die anderen noch gefüttert werden. Ich habe sie erstmal ein bisschen rausgelassen, damit sie sich ein bisschen austoben können. Weil wenn ich zuerst oben aufmache, den Deckel, um sie zu füttern, dann stürzen sie hier raus und den Eingang gibt es nachher nicht mehr. Also es wäre eine ganz schlechte Idee. Ich warte jetzt noch ein paar Minuten und nehme euch dann wieder mit dazu. Ihr wisst ja, nach dem Schnipp. So, die Bienen haben sich jetzt ein bisschen beruhigt, haben sich ein bisschen orientieren können. Und jetzt schaue ich mal, dass da Futter reinkommt.
Hier haben wir die aufgelegte Königin. Die sind schon ordentlich am Rausfressen. Und jetzt kommt noch ein Futterpaket drauf. Versorgt. So, das sind die Pins, die ich rein hatte, damit die beim Transport nicht kreuz und quer schlagen. Ich muss es aber ein bisschen weiter in die Mitte machen, dass das Futterpaket besser aufzulegen ist. Versorgt. Jetzt habe ich hier noch die Folie vergessen. Die sollte drauf. Ja, da sind schon wieder gleich Bienen dran.
Naja, von Ladies umschwärmt. Jetzt muss ich noch an die anderen gehen. Die bekommen jetzt noch Futter und die zwei Kleinen auch. Na ja, gut, weißt du, das heißt klein. Das sind kleinere Kistchen, das sind aber auch drei Waben drin. Die Bienen kann ich sofort aufstellen, hätte ich auch gestern schon können, aber es war zu spät abends, war mir zu spät, mir persönlich. Weil da muss erst noch Futter rein, das Ganze, die müssen sich einfliegen und alles. Weil es sind Brutwaben drin, aus dem Grund hätte man sie gleich rausstellen können, die müssen gar nicht in Freundschaftsfindungsferiencamp, sondern die können gleich raus, aber jetzt habe ich Zeit. So, bei den beiden kleinen Ablegerkästchen, die hier unter dem Gesamtdeckel sind, muss ich erstmal nachschauen. Ich kenne diese Kistchen nicht. Die habe ich gerade so gestern Abend übergeben bekommen. Ich weiß noch nicht, wie ich da füttern kann. Aber Futter muss rein. Muss ich mir also anschauen, wie das geht. Wie ich es am besten mache. Aha, okay. Also ein Futterpaket geht da nicht drauf. Ich muss Rauch holen, das hat so keinen Wert. Das hat keinen Wert so. Ich hole mal Rauch. Oh, jetzt habe ich Rauch dabei. Sonst sind die viel zu verrückt. Ah, es ist runtergefallen. Jetzt habe mich schon gewundert, was ist denn hier los? Das Kästchen gehört eigentlich nicht hier runter. Das gehört auf die Waben drauf. Siehst du? Gut, dass ich aufgemacht habe. Gehört hier hin. So, jetzt ist gut. Jetzt werde ich hier einfach ein bisschen Futterteig reinlegen. Geht halt kein ganzes Paket. Ist halt so. Mal schauen. Ja, ungefähr. Ja, das geht. So. So geht's. Und die Kiste nebenan ist genau das gleiche. Ah, hier ist also das Teil noch drauf. Das ist gut.
So ist gut. So, jetzt sind auch die noch versorgt mit Futter. Und dann gehen wir zur nächsten Station, weil die habe ich auch schon versorgt, die zwei zwischendurch. So nebenbei zur nächsten Station. Nach dem Schnipp. So, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich bei dem Volk ganz vorne fehlt noch eine Wabe. Die hatte ich mal rausgenommen für Zuchtstoff. Deswegen habe ich mir jetzt hier eine mitgebracht. Mit Drohne dabei. Damit die Volkssexualität wieder stimmt. Und das Volk Nummer 11 bekommt seine fehlende Wabe wieder. Klar, geht ja gar nicht ohne Wabe. Ist ein Ding. Und zwar hatte ich hier ja eine Königin reingegeben im Ausfresskäfig. Noch eine unbegattete, eine ungezeichnete. Das war am 6, vor 6 Tagen. Also die müsste auch schon ausgefressen sein. Ich will aber jetzt nicht so weit, so tief reinschauen, will 6 Tage. Dann ist die seit, vielleicht, sagen wir mal, im günstigsten Fall seit 3 Tagen frei. Orientiert sich erst noch hier in der Beute und war noch nicht auf Begattungsflug. Und dann riskiere ich das Leben der Königin, wenn ich da jetzt durchwurschtel. Aber ich will diese eine Wabe reintun, die hier gefehlt hatte. Ja. Habe ich mich da im Volk getäuscht. Hier fehlt keine. Hier fehlt auch keine. Muss ich weiterschauen. Na, oder was hier im Volk? Muss man nachschauen. Logisch, das sind doch meine beiden nachzuchtwürdigen Völker. Jetzt habe ich mich total vertan. Das sind die zwei nachzuchtwürdigen und ich habe hier aus dem Volk habe ich eine Wabe rausgenommen. Ich habe Zuchtstoff rausgenommen, habe eine Wabe rausgenommen und habe es in einen Ableger reingehängt. Ja, jetzt hätte ich ja beinahe im falschen Volk eine Wabe reingequetscht, wo sie nicht reingehört. So, und hier ist keine Königin zugesetzt worden. Hier habe ich Stifte gesehen, Brut gesehen, das Futter stimmt bei dem. Aber hier sieht man, hier fehlt die Wabe. Und da kommt die jetzt rein. Und zwar mit Drohne drauf. Heute ist es sehr warm. Es ist so warm, ich würde am liebsten im T-Shirt hier rumlaufen. Ohne T-Shirt rumlaufen, sorry. Aber ich kann euch meinen Astralkörper nicht zumuten. Das wäre dann doch fürs Gute zu viel. Das machen wir lieber nicht. Sonst erschrecke ich ein paar Leute und das will ich auch nicht. So, aber jetzt muss ich weiter zur nächsten Station. Das ist 25 Kilometer weiter. Und mich da um ein Volk kümmern, das noch ein bisschen ein Sorgenkind von mir ist. Also ich habe gesehen, als wir es umgestellt haben, dass es zu leicht war. So, jetzt bin ich am Platz, wo unsere Völker stehen. Und das hier war ein sehr leichter. Ja, die Bienen gibt es noch. Sind ruhig. Also schauen wir mal nach. Ganz kurz. Ja. Sonst passt alles soweit. Was ist mit dem Volk los? Was war das? Das ist 7er. Achso, das war erst am 20.05. als Ableger gemacht. Ja, die haben hier eingetragen. Okay, ja, hier auch.
Also so arg dringend notwendig mit Füttern ist es wohl doch nicht, wie ich zuerst gedacht habe. Ja, man macht sich halt manchmal ein bisschen zu arg Sorgen. Ja, komm, bleib hier. Ja, die sitzen alle unten. Sehe ich gerade, ja. Die Drohnenwabe gehört nicht hierhin. Die ist wohl aus Versehen dort gelandet. Die gehört hierhin. Okay. Dann schaue ich mal kurz unten rein. Hier tragen sie auch ein. Das Mora gibt wieder an wie 10 nackte Neger. Ah ja, Brot, das ist Gott. Okay. Und Stifte. Schauen wir, ob die Königin drauf ist. Oh, schön. Also die Königin hat unten sehr viel Brot angelegt bis außen hin. Das ist gut. Okay, aber es ist nur offenes Futter da. Und wie man sehen kann, auch schön gestiftet oder bestiftet. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich fahre da mal ein bisschen lang. Gut. Also ich muss mir ums Volk keine Sorgen machen. Das passt wohl. Vorsicht, Köpfe weg. Aber wie gesagt, es ist kein verdeckeltes Futter da, es ist nur offenes. Aus dem Grund gibt es eine drauf. Ja, wieso kommen die jetzt hier hoch? Was macht die jetzt hier oben? Komm, ab. Ich will zumachen. Los. Ab nach unten. Ab. So. Und so. Und so. Also, wie man sieht, die haben eingetragen, aber alles nur offenes, frisches Futter. Aber ja, nichts gegen frisches Futter, ja. Also alles nur offen, kein verdeckeltes, keine Reserve, das gibt nicht gerade eine Aufbruchstimmung im Volk. Gut, wie gesagt, der Ableger wurde erst am 20.05. erstellt. Am 26.05. war die Königin frei und am 27. habe ich die Königin gezeichnet.
Das ist jetzt fast einen Monat her. Von dem her, die haben sich gut entwickelt. Die hat das Brutnest richtig schön ausgebaut. Ich habe mir zu viel Sorgen gemacht. Aber so ist mir es lieber. Vor allen Dingen, wenn die was von draußen reinholen, dann lassen die den Futterteig einfach nur links liegen. Das interessiert sie gar nicht. Dann rühren die den nicht an. Und deswegen kann ich mit ruhigem Gewissen hier Futterteig auflegen. Wahrscheinlich hätten sie es, weil jetzt kommt vermutlich, kommt jetzt hier ordentlich Waldtracht rein. Wahrscheinlich hätten sie es auch so hinbekommen. Habe ich mir zu viel Sorgen gemacht. Glaube ich. Vielleicht. Aber lieber ein bisschen mehr wie ein bisschen wenig oder ein bisschen zu wenig. So, das Video endet jetzt hier. Reicht mal wieder. Mal schauen, vielleicht sehen wir uns auch im nächsten Bienenvideo.